Der deutschsprachige VMware-Podcast rund um IT-Themen. Aktuell exklusiv Geeky mit Björn Brunder. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des VMware-Podcast. In dieser Episode versuchen wir mal etwas ganz Neues. Wir wollen Ihnen die VMware Explore Barcelona so nah wie eben möglich bringen. Aus diesem Grund habe ich mein Mikrofon eingepackt und einige Interessante vor Ort in Barcelona gesammelt. Die VMware Explore fand in diesem Jahr, jetzt nach 2 Jahren Pause, wieder im schönen Barcelona statt. Und die Stimmung war grandios und man konnte eigentlich überall spüren, wie sehr sich die ganzen Teilnehmer und es ist egal, ob es nun die Partner oder die Kunden oder die Aussteller auf der Expo waren, wie die sich alle über die Zusammenkunft im Zentrum des Multicloud-Universe gefreut haben. Auch das Feedback war eigentlich immer das Gleiche. Es ist wie alte Freunde beim Klassentreffen wiedersehen. Gleich am Montag, dem typischen Anreisetag, waren die Sessions für die unterschiedlichen Industrien, aber auch die Hands-on-Labs bereits sehr gut besucht. Und am Dienstag ging es dann mit der General Session offiziell los. In der General Session berichteten Raghu Raghuram, der CEO von VMware, Kit Colbert, der CTO, Amanda Blevins und Joe Bagley, William Lamb, am Ende sind ja viele bekannte VMware-Gesichter, über diverse Neuigkeiten. Aber es waren auch exzellente Gäste wie die Kubernetes-Community-Legende Kelsey Hightower, Sarah Lucas von der Lloyds Banking Group oder Ed Green von McLaren Racing mit dabei und haben ihre Stories ergänzt. Die Keynote war vollgepackt mit spannenden Updates und wir haben natürlich in der Keynote auch eine kurze Rückschau auf diverse Ankündigungen aus dem OS-Event gesehen, aber die hatten wir in einer separaten Episode schon besprochen. Die VMware Explore findet auf dem ganzen Planeten statt. Es gab das Event in San Francisco, aber es gibt natürlich auch Events, zum Beispiel in Brasilien, in Singapur und jetzt in Barcelona. Und so können die Neuerungen, die speziell in den Regionen bzw. den konkreten Herausforderungen der Region gestellt sind, nochmal besonders hervorgehoben werden. Und da war jetzt für Europa zum Beispiel das Thema Sovereign Cloud, was hier ein sehr großes Interesse in den letzten Monaten geweckt hat. Und hierzu habe ich meinen Kollegen Jörg Lew gesprochen, der ist Produktmanager im Bereich Sovereign Cloud. Wir haben ja heute in der Keynote schon einiges über das Thema Sovereign Cloud gehört und das ist ja gerade in Europa in aller Munde. Wie siehst du das Ganze, beziehungsweise was ist deine Rolle in dem Thema? Wir betreuen unsere Service-Provider-Partner und die machen natürlich hier in Europa ein sehr großes Business und sind aktuell wirklich quasi der dritte Hyperscaler, sozusagen alle gemeinsam. Und mit dem Vorteil, dass wir natürlich in so ziemlich jedem Land, also in jeder souveränen Gegend, eigene Service-Provider haben, die auf der gleichen Plattform wie unsere Enterprise-Kunden die Dienstleistungen anbieten können und dementsprechend natürlich sehr nah am Kunden sind. Mit Sovereign Cloud versuchen wir eben da Richtlinien zu geben, dass die Service Provider für ihre Kunden diese Dienste anbieten, nicht nur von der technologischen, sondern eben auch von der organisatorischen Seite. Was war jetzt auf der Explore das zentrale Announcement, wo du jetzt sagen würdest, das ist auf jeden Fall ein wichtiges Takeaway für die Sovereign Cloud? Ja, dass wir dieses Programm anbieten für unsere Provider-Partner und dass es, wenn es eben heißt, für Enterprise-Kunden, die müssen oder wollen in die Cloud gehen, dass es nicht immer Hyperscaler sein müssen, sondern eben auch ganz wichtig und heute sehr prominent in der General Session eben auch die lokalen Service-Provider-Partner anfragen und nutzen, die die gleiche Plattform haben wie On-Prem und dementsprechend man da sehr gut agieren kann. Jetzt ist die Cloud natürlich nicht nur Infrastruktur. Wie sieht das denn mit höherwertigeren Services aus? Wird da auch was gemacht, um den Cloud-Providern quasi die Möglichkeit zu geben, neue Dienste anzubieten? Ja, das ist was in unserer Cloud Director Plattform. Da haben wir sowohl natürlich die Infrastrukturdienste, also Virtual Machine Hosting und dann natürlich mit NSX ganz viel Netzwerkdienste und Netzwerkautomatisierung. Aber die Plattform ist offen und expansible und wir haben selber einige Zusatzdienste wie Object Storage oder Kubernetes as a Service, die es für die Cloud Provider einfacher machen, das als Service anzubieten. Aber die Plattform ist eben auch mit generischen APIs ausgestattet, dass jeder einzelne Provider zusätzlich Dienste auf der gleichen Plattform anbieten kann, um sich selber eben zu differenzieren von der Konkurrenz und genau die Dienste anzubinden, die sein Kunde in seiner Umgebung oder in seiner Branche eben benötigt. Eine der Kernankündigungen in den USA war VS 4.8. Unser CEO verkündete in der General Session, dass nun diese Version offiziell zum Download verfügbar ist. Und Daniel Köck, einer meiner Kollegen, ist Produktmanager im vSphere-Team und hat mir berichtet, worüber er sich bei diesem neuen Release besonders freut. Daniel, was ist für dich das Highlight bisher, beziehungsweise was siehst du als Produktmanager, was VMware tut im Bereich Kubernetes, natürlich auch darüber hinaus? Für mich natürlich ist das Highlight
alles, was wir mit vSphere 8 gemacht haben oder das vSphere 8 Announcement, wo wir Richtung Subscription mit den Arctic Services gehen. Das heißt, dass du jetzt ein vCenter Cloud connecten kannst und wir die ersten Services dort haben und dann zukünftig mehr Services hineinbringen, wie du verschiedene VMware-Umgebungen oder vCenter aus der Cloud managen kannst und dort Konfigurationen oder Upgrades dementsprechend managen kannst. Und wir hören aber nicht dort auf, sondern wir gehen weiter und vereinfachen, wie wir zukünftig auch die Consumer Experience, das heißt, wie du unsere Plattform konsumieren kannst, über die Cloud Services dann dementsprechend verfügbar machen und du dort wirklich eine Multi-Cloud Experience in der VMware Cloud mit vSphere Plus bekommst. Das heißt, konsistente Infrastruktur, konsistente Developer Experience und das natürlich in Zusammenarbeit mit Tanzu. Genau, es wird, die komplette Experience wird vereinfacht, dass auf der einen Seite für den Admin es einfacher wird, die Infrastruktur zu managen, aber auf der anderen Seite genauso auch für den Consumer, der die Plattform benutzt und der sich eine Plattform erwartet, die mit einer Public Cloud Experience mithalten kann, für die Ressourcen, sowohl auch für die Services, die dort bereitgestellt werden müssen, dass wir einen dementsprechenden Punkt haben oder ein Interface haben, wo er auch ein Consumer hingehen kann und diese Services beziehen kann. Um welche Services würde es da zum Beispiel gehen? Am Anfang schauen wir natürlich nach unseren Core-Services. Das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel Cloud Consumption Interface, die Initial Availability. Und die ersten Core-Services, die wir dort haben, sind DKG und VM-Service. Aber wo wir hingehen, ist, dass wir schauen, welche Outcomes können erreicht werden. Das heißt, kannst du zum Beispiel eine VM-Build-Pipeline bauen? Das heißt, wir brauchen diese Services, wie jetzt zum Beispiel ein VM-Service. Aber dann kommen Themen dazu wie Packer-Support, damit du deine Images erstellen kannst. Es kommen Themen dazu wie Image-Registry. Eigentlich alle Services, die du wirklich brauchst, um eine dementsprechende Applikation zu betreiben. Man muss da wirklich weit denken. Wir müssen denken, welche Outcomes wollen wir erreichen. Und dann kann das wirklich alles sein. Das kann Second-Party-Services sein, wo wir Load-Balancer, Certificate-Services auf die Plattform bringen. Und zukünftig kann auch Richtung Third-Party gehen, dass wirklich auch Partner-Services dort hineinkommen können. Wenn diese Services, die dann bereitgestellt werden, laufen die dann auf Kubernetes, was im Hypervisor ist? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Genau, also wir verwenden dafür Kubernetes im Hintergrund, damit wir eben diese Experience zu dem Consumer bringen. Und die Idee ist wirklich, dass wir eine Kubernetes-Experience haben, wo es einen Declarative Approach gibt mit der API, dass alle diese Services dementsprechend bezogen werden können und dann auch über dementsprechende Pipelines abgebildet werden können. Wie es im Gespräch mit Daniel ja schon anklang, geht es auch bei Kubernetes und vSphere mit großen Schritten weiter. Um die Möglichkeit der Kubernetes-Plattform einfach jedem Unternehmen so einfach wie möglich zur Verfügung zu stellen. Mein Kollege Alexander Uller hatte zusammen mit Robert Guske und anderen bereits am Montag viele hundert Teilnehmer in einer Tutorial-Session auf den neuesten Stand gebracht. Ihn habe ich getroffen und er hat mir von den Neuerungen berichtet. Alex, du bist ja einer unserer Top-Kubernetes-Spezialisten in der Firma. Hast auch am Anfang einen Workshop gegeben. Wie war denn so der Eindruck, was das Interesse zurzeit um das Thema Kubernetes so generell angeht? Ja, das Interesse ist auf jeden Fall super hoch. Unsere Kunden sind, je nachdem, wie weit sie schon sind mit dem Thema Kubernetes, entweder gerade am Anfang und beschäftigen sich gerade mit dem Thema Container und Kubernetes und wollen das ausprobieren, wollen mal schauen, wie das funktioniert und sammeln die Erfahrung damit. Es gibt auf jeden Fall auch wieder auf der anderen Seite andere Kunden, die sind schon weiter mit dem Thema. Die haben natürlich schon produktive Workloads, Applikationen auf Kubernetes. Aber je nachdem, wo unsere Kunden gerade sind, wir versuchen sie an die Hand zu nehmen und zu begleiten, um einfach ihnen zu helfen, möglichst effizient, möglichst einfach Kubernetes zu betreiben und natürlich eine Plattform zu schaffen für diese modernen Cloud-Native-Applikationen, um natürlich auch das Business letztendlich zu beschleunigen, weil letztendlich geht es um Applikationen und um das Business, das dadurch natürlich irgendwo beschleunigt wird. Jetzt hat natürlich die Simplifizierung für die Administratoren, also das Einbauen von Kubernetes in den Hypervisor einen Riesenschritt vorwärts gemacht. Das ist vor 2 Jahren mit vSphere 7 rausgekommen. Jetzt haben wir vSphere 8 auf der VMware Explorer generally available gemacht. Wie ist denn da der Eindruck, beziehungsweise was sind denn da die Fähigkeiten, die man besonders hervorheben sollte? Also zum einen natürlich, was wir hervorheben können, ist, dass wir nutzen Cluster API für den Lifecycle. Das ist ein Open Source Projekt aus der Kubernetes Community für den Lifecycle Aspekt von den Kubernetes Clustern. Und da gibt es jetzt eben eine Weiterentwicklung, die nennt sich Cluster Class, die wir jetzt auch integriert haben in TKG 2.0, was dann eben mit vSphere 8 eben kommt, um die
gewisse Templates zu schaffen für Kubernetes Cluster, um diese dann eben weiter customizen zu können. Das heißt, ich kann diese Cluster Class nutzen, um verschiedene Templates, verschiedene Cluster, verschiedene Fähigkeiten, die dann diese Cluster eben haben oder verschiedene Ausprägungen, kann ich diese Cluster-Klassen definieren und dann auf Basis von diesen Cluster-Klassen eben mehrere Kubernetes-Cluster ausrollen, was das auch schon mal das Deployment und das Post-Provisioning von den Clustern wesentlich einfacher macht. Ja? Und des Weiteren haben wir vSphere Zones integriert in TKG 2.0. Das heißt, wir können auch ein Kubernetes-Cluster über mehrere Availability Zones verteilen, um dann dementsprechend wirklich den Ausfall einer Availability Zone, eines Firezelle, eines Racks oder eines Data Centers abfangen zu können, damit der Kubernetes Cluster und letztendlich die Applikation auf dem Kubernetes Cluster weiterlaufen, wenn eine Availability Zone ausfällt. Neben den technischen Sessions gab es aber auch noch diverse Vorträge rund um das Thema Cloud Operating Model oder rund um die Methodik, wie IT und Business noch enger zusammenrücken und kollaborieren können. Ich selbst hatte eine ausgebuchte Session zum Thema Design Thinking in der IT. Das Thema hatten wir ja ebenfalls in einer vorherigen Episode schon mal behandelt. Und mein Kollege Falk Fischer ist Transformation Consultant Architekt und sagte mir im Interview Folgendes. Ich finde besonders spannend, dass wir hier neben so vielen erstklassigen technischen Sessions mittlerweile auch sehr, sehr viele non-technical Sessions finden und uns anschauen können, was auch zeigt, dass es ein sehr breites Publikum anspricht, aus unterschiedlichsten Bereichen, auch aus unterschiedlichen Organisationen. Über was hast du denn gesprochen? Was war denn dein Thema? Du bist doch in dem Kontext auch viel unterwegs. Ja, gute Frage. Also wir hatten heute früh eine Session über Transformation Consulting, wo wir wirklich unseren Ansatz vorgestellt haben, wie man denn ein Multi-Cloud Operating Model herstellen kann. Und ich war in der glücklichen Lage, gemeinsam mit dem Kunden eine Storyteller-Session zu hosten, wo wir über Firewall Automation gesprochen haben und haben auch die Aspekte des kulturellen Changes darin abgedeckt. Was ist denn eine Storyteller-Session? Das habe ich jetzt zum ersten Mal gehört. Storyteller-Sessions sind Sessions gemeinsam mit Kunden, wo wir zum Beispiel eine Transformationsreise beschreiben, ja, von der Idee bis zur Produktion. Was wurde denn in dieser Storyteller-Session am Ende des Tages besprochen, wenn man das so in der Nutshell zusammenfassen müsste? Also wir haben heute von einem Kunden erfahren, der seit Jahren versucht, Security-Anforderungen umzusetzen und hat dann schlussendlich im Jahr 2021 mit VCF eine Plattform gefunden, wo das möglich war. Und wir haben heute wirklich from idea to production alles vorgestellt. Wie startet man so ein Projekt? Wie setzt man es um? Wie kommt es auch ran beim Kunden? End-to-end war ein großer Erfolg. Aber auch das Thema Security und insbesondere die Absicherung gegen Ransomware-Attacken war ein großes Thema für die europäischen Teilnehmer. In der General Session, in diversen Breakouts, aber auch auf der Expo, wo diverse Partner ihre Lösung wiederum vorstellten, kam man an diesem Thema eigentlich nicht vorbei. Meinen Kollegen und Cloud-Experten David Weyand hatte ich hierzu um ein paar Eindrücke gebeten. Wir haben ja in der General Session am ersten Tag gleich was zum Thema Ransomware Protection gehört. Was verbirgt sich denn dahinter? Kannst du uns da ein kleines bisschen Update geben, was da so passiert? Was man ja von der VMware mittlerweile mitbekommen hat, ist, dass wir uns in dem Security-Umfeld mit Carbon Black ja schon noch mal weiter aufgestellt haben. Was wir gemacht haben, ist jetzt den nächsten Evolutionsschritt, nachdem wir Datrium aufgenommen haben in das Portfolio, das verheiratet haben mit VMC, ja, und AWS, sind wir jetzt halt hingegangen, haben das Ganze noch mal veredelt. Das heißt, was wir heute machen können, ist in dem Moment, wo Daten synchronisiert werden, diese schon zu analysieren, aus diesen Daten, die wir analysiert haben, Schlüsse zu ziehen mit KI und dann halt Abläufe so zu machen, dass wenn ein Kunde verschlüsselt worden ist, wir Daten aus diesem Speicherbereich wiederherstellen können und aus diesem Speicherbereich dann sagen können, wie weit muss er zurückgehen, damit er eine saubere Infrastruktur hat. Was müssen wir tun an Verkapselung oder Quarantänebereich und Isolation der Daten, damit wir nicht eine Wiederverschlüsselung haben. Und das bringen wir halt jetzt als Disaster Recovery Lösung as a Service. Das heißt, wir unterstützen als VMware den Kunden in so einem Umfeld. Wir bringen ihm ein Service, den wir ins Lifecycle-Management bringen, wo wir uns zum Beispiel SOC-konform verhalten, wo wir hohe Auditierungen haben, wo wir einen hohen Sicherheitsgrad haben, um ihn sicher
aufzubauen für die Situation und ihm die Möglichkeit zu geben, ohne dass er großen Datenverlust hat, seinen Betrieb wieder ans Laufen zu bekommen. Was wir hier in Kundensituationen, zum Beispiel bei einer Krombacher, immer mehr sehen, ist, dass das Zusammenspiel mit einer VMC dahin aber auch noch wesentlich weitergeht. Aus unserem Portfolio können wir zum Beispiel auch ein Horizon schöpfen, Desktops im Floating vorbereiten, um dann halt den Mitarbeitern in so einem Fall auch einen Zugriff zu geben. Weil es ist zwar schön, dass ich die Daten wiederhergestellt bekomme in so einem Fall, alle sind wuschig, alle wissen nicht wohin. Und wie sollen sie aufbauen? Soll ich 3.000, 5.000, 7.000 VPNs aufbauen? Ist schwierig. So gebe ich einen Link raus. Die Mitarbeiter können auf jedem Device arbeiten, wie sie möchten und so weiter. Und so kann ich mit einer VMware nicht produktorientiert eine Lösung aufbauen, sondern aus dem Portfolio von einer VMware eine Lösung aufbauen, die unterm Service steht, die zertifiziert ist, die einen hohen Bereich an Security hat, um dann ganz, ganz schnell wieder hochzukommen. Mal um ein Beispiel zu geben, bei einer Krombacher haben wir das durchsimuliert. Ja, die haben ungefähr 600 Terabyte, was sie wiederherstellen. Da waren wir nach circa 12 Stunden so weit, dass 360 Testpersonen arbeiten konnten. Und das nach einer simulierten Ransomware-Attacke. Das ist undenkbar. Ich habe beim Beispiel, das ist auch veröffentlicht, man kann mal bei YouTube nach der ASG-Ransomware-Attacke suchen. Die beschreiben, wie man so eine Ransomware-Attacke erlebt. Die sind mit dem blauen Auge dank, wie sie da davongekommen. Die beschreiben, wie so eine Situation ausgesehen hat. Die beschreiben, was wir getan haben, wie wir unterstützt haben und wie sie wirklich einen Public-Kunden, der für Trinkwasser zuständig ist, nach 48 Stunden wieder am Laufen hatten mit allen Gerätschaften, die daran hingen, wobei im selben Moment die Polizei ihnen die Hardware für 3 Monate beschlagnahmt hat. Die hätten mit ihren Backups gar nichts wieder machen können. Und das ist so eine Sache, die kommt extrem gut im Moment bei unseren Kunden an, weil es einfach eine Situation ist, wie wir bei der Keynote-Session gehört haben, alle 11 Sekunden wird einer verschlüsselt. Das ist im Interessenbereich des Kunden und wir bieten eine Lösung, die hocheffizient ist, aber halt auch bezahlbar ist, was der Lösung in der Vergangenheit ja oftmals nicht war. Plus, dass wir halt jetzt auch Lösungen in der Verbindung mit Cyberkriminalität haben, mit einem Protect gegen Ransomware und auch andere Attacken. Da zeigt sich einfach, wie breit das Portfolio einer VMware heute ist und wie toll sich das einfach ineinander mehr und mehr verschmilzt. Und wie toll man halt daraus auch Automatisierung machen kann. Und das ist eigentlich das Thema, was dieses VCDA nochmal veredelt und für den Kunden nochmal interessanter macht. Und parallel zu den ganzen Backup-Firmen, die man da draußen hat, ein Und ist, um nochmal mehr Sicherheit zu bekommen, um nochmal irgendwo besser aufgestellt zu sein und noch mehr Schutz vor Daten zu haben. Und das kommt bei den Kunden extrem gut an. Also hier auf der Explore habe ich extrem viele Gespräche in die Richtung. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir da jetzt erst am Anfang sind, dass da auch noch viel kommen wird. Aber natürlich gab es auch noch weitere Announcements. Da wären zum einen diverse Updates rund um SD-WAN. Hierzu habe ich mit Yves Sandwort, dem CEO der Comdivision Group, gesprochen. SD-WAN ist ja ein ganz heißes Thema und Teil der Explore-Announcements gewesen. Was seht ihr denn in dem Bereich, beziehungsweise was machen Kunden damit? Was macht dich da so excited zu dem Thema? Also beim Thema SD-WAN haben wir uns ja jetzt lange Zeit damit beschäftigt, Unternehmensstandorte miteinander zu verbinden. Jetzt, wo wir wirklich die Bausteine aus der SASE-Suite kriegen, aber auch lokale Clients kriegen, haben wir endlich die Möglichkeit, dass wir halt wirklich die Mitarbeiter auch und den Kommunikationsweg zwischen Endgerät und Unternehmen besser schützen können. Wir brauchen keine Dritthersteller mehr auf der VPN-Seite und können den Mitarbeitern, gerade auch wenn sie viel reisen, wesentlich besseren Zugriff ermöglichen. Das heißt, es wächst endlich im Grunde dieses Weitverkehrsnetz, was VMware den Kunden im SD-WAN-Bereich jetzt anbietet, im Grunde auch für die Endgeräte zusammen. Und damit können wir eigentlich wirklich den kompletten Stack abbilden. Zusätzlich stand die Digital Employee Experience, kurz DEX, nicht nur in der Keynote im Vordergrund. Unser Experte Julius Lienemann hat mir hierzu eine super Zusammenfassung gegeben. Wir haben ja heute Morgen in der Keynote das ganze Thema Digital Employee Experience gehört.
Was ist denn da so dein Haupt-Takeaway? Was ist die Hauptankündigung? Ja, also die Hauptankündigung ist erstmal natürlich Employee Experience, dass wir es auf verschiedensten Geräten können, iOS, Android, Windows, macOS-Geräte. Und das Tolle ist daran, wir müssen diese Geräte jetzt noch nicht mal einmal managen können. Also es reicht, wenn wir einfach unseren Agent auf den Geräten haben und dann können wir jegliche Telemetriedaten einsammeln und dementsprechend halt dann volles Employee Experience ausspielen. Heißt, wir sehen, gab es ein Betriebssystem-Crash auf den Geräten? Wie ist die Performance? Wie laufen die Applikationen? Wie lange braucht das System zum Booten? All diese Sachen können wir jetzt halt sehen, ohne dass wir das Gerät voll managen. Eines der Beispiele in der Keynote war ja speziell die Automatisierung, dass quasi, wenn die Batterie im Handy nicht mehr die volle Leistung bringt, dass man dann automatisch Workflows triggern könnte. Was kann man sich darunter vorstellen? Ja, also ich kann zum Beispiel hingehen und sagen, es ist jetzt egal, ob es wirklich ein Handy ist oder ob es mein Notebook, das ist eigentlich noch viel relevanter, kann ich hingehen und sagen, die Batterie hat nur noch eine Leistung von 80%, ich möchte eine neue Batterie bestellen. Dann wird zum Beispiel ein Service Now Ticket automatisch generiert, was dann halt genau einen Bestellprozess auslöst, um halt eine Batterie zu bestellen und dem Mitarbeiter automatisch zuzusenden, ohne dass ein Administrator, ein Einkäufer irgendetwas dazu beigetragen hat. Man könnte ja annehmen, dass Employee Experience und Security jetzt nicht unbedingt gut zusammengehen. Was passiert in dem Bereich Security und wie spielt das mit der Employee Experience am Ende des Tages zusammen? Ja, im Bereich Security machen wir zwei ganz spannende Sachen im Moment. Also das Ganze nennt sich Workspace ONE Mobile Threat Defense. Und was da halt ist, wir haben eine voll integrierte Lösung. Bis jetzt war es häufig so, dass man zwei Applikationen auf den Geräten brauchte. Einmal, um das Gerät zu managen und einmal, um die Sicherheit auf dem Gerät herzustellen. Jetzt machen wir es so, dass wir es in einer Applikation zusammengefasst haben, in dem Intelligent Hub, den die Leute eh schon auf ihren Geräten haben, wenn die Geräte halt verwaltet sind. Und in dem Zusammenhang haben wir dann halt da voll Threat Defense integriert und können jegliche Sicherheitsaspekte ausrollen. Also Phishing Protection, Content Protection, Threat Prevention auf jeder Basis. Und das ist halt wirklich ein Industry First, dass alles in einer Applikation drin ist und dann zukünftig für den Anwender total transparent ist, der nur eine App hat. Für das Unternehmen, für den Administrator aber auch sehr gut ist, weil er nicht mehr zwei Applikationen deployen muss und managen muss. Es vereinfacht das Ganze ungemein. Und auch unser Partner SVA ist von den Ankündigungen im Bereich Anywhere Workspace überzeugt. Stefan Müller, er ist selber Head of Business Line End-User Computing, sagte mir im Gespräch dazu Folgendes. Wie hat dir denn heute die Keynote gefallen, speziell im Bereich End-User Computing und den Announcements da? Beziehungsweise wie ist so generell gerade die Wahrnehmung, was in den Kundenumgebungen, die ihr so betreut, was da so passiert im Bereich Workspace ONE und Anywhere Work, was wir am Ende des Tages sehen? Also in Summe ist natürlich das sehr, sehr interessant, wo auch gerade in Richtung Azure oder Hyperscaler sich die ganzen Entwicklungen hingeben. Das ist natürlich mega und cool und das ist auch das, wo wir die Kunden hinbringen müssen. Ne? Skalierungsfähig werden, eine Plattform haben, auf der man natürlich spontan reagieren kann. Ich meine, die Pandemie hat natürlich gezeigt, dass man da auch schnell reagieren muss. Viele haben ja vorher das nicht einsehen wollen und dann kommt sowas und dann hat man auch ein bisschen so ein paar Erkenntnisse gewonnen. Was cool war, Erkenntnis des Tages, Lookout ist jetzt Bestandteil von VMware oder zumindest in der Integrationsliste oder auch in der Einkaufsliste. Und damit haben wir eben gerade im Workspace ONE-Bereich nochmal ein Security-Produkt, wo viele Kunden Fragen gestellt haben in den vergangenen Jahren. Und da ist jetzt eine Antwort auch gekommen, wo ich sage, die ist gut, die ist wichtig und darauf haben die Kunden gewartet. Und ich denke, das ist ein wichtiger Baustein, insbesondere nachdem wir die letzten 12, 18, 24 Monate ziemlich viele Ransomware-Attacken hatten und auch, ja, ich sage jetzt mal, Identitätsdiebstähle. Ja? Und da ist auch wichtig, die mobilen Endgeräte abzusichern. Aber neben den vielen Sessions, der Expo und vielen anderen Bereichen der VMware Explorer sind natürlich auch die Hands-on-Labs immer eine gern besuchte Adresse der Anwender. Mein Kollege und VMware-TAM Michael Rottländer ist nicht zum ersten Mal im Lab dabei und teilte seine Eindrücke mit mir. Ein integraler Bestandteil der VMworld und jetzt natürlich auch der VMware Explorer ist natürlich immer dieses Thema Hands-on-Labs und die Erfahrung mit den Produkten sammeln. Michael steht jetzt hier bei mir. Michael, was ist als Mitarbeiter der Hands-on-Labs, was ist der Grund, warum die Teilnehmer hier hinkommen und das in dem Lab machen? Natürlich kann man die Hands-on-Labs auch von zu Hause jederzeit machen, die gleichen Labs. Aber wenn man die Labs hier macht, hat man jederzeit die Möglichkeit, Experten dazu zu rufen und kann mit denen die eigenen Probleme diskutieren oder was das Produkt sonst auch kann. Und sehr empfehlen kann ich auch die Expert-Led-Workshops, wo ein Experte das Ganze präsentiert, man aber nicht nur eine frontale Präsentation bekommt, sondern eben auch selber Hands-on gleichzeitig hat.
Das heißt, nach der Präsentation in den Keynotes, den Breakout-Sessions, kann man dann zum Validieren des Wissens einfach mal vorbeikommen, ausprobieren und dann frisch gestärkt wieder zurückgehen. Nein, das ist sogar während der Präsentation wird man angeleitet, das Ganze auszuprobieren und man macht das währenddessen. Insgesamt war die Stimmung super positiv. Meine Kollegin Dr. Eva-Maria Hempe, Senior Director Enterprise Sales bei VMware, fasst es schön zusammen. Was mich wirklich beeindruckt, ist einfach die Energie und die ganzen Menschen. Das ist wirklich voll, die Sessions sind voll, die Leute sind interessiert, auch mit den Kunden mal wieder persönlich zu sprechen und auch wirklich coole Gespräche, die man sonst einfach nicht gehabt hätte. Und das ist für mich, was VMware Explore ausmacht. Und auch Christine Hensel, Senior Director und Leiterin der Pre-Sales-Organisation in Deutschland, teilt diese positiven Eindrücke. Für mich ist es großartig, dass hier wirklich jeder mit jedem reden kann. Hierarchielos treffen die Menschen zusammen und können sich austauschen und über Themen wie natürlich die Technik, die hier ja sehr stark im Fokus steht, aber auch alle anderen Themen wie Feature Requests bei Produktmanagement zu platzieren oder auch über Themen zu sprechen wie den Support, wie man gestalten kann, was man zusammenbringen kann und natürlich auch Kunden unter Kunden, ne? Also auch da auszutauschen und Business Cases zu sharen. Ja, ich habe es zum Beispiel erlebt, dass Raghu vorbeigelaufen ist, sich einfach an den Tisch gesetzt hat, mitgesprochen hat, man kann Fragen stellen. Ja, wie gesagt, hierarchielos, dass jeder mit jedem sprechen kann, finde ich wirklich den Mehrwert, den diese Veranstaltung hier persönlich mit sich bringt. Nicht zuletzt haben mir viele Kunden berichtet, wie sehr sie sich gefreut haben, einfach wieder mit anderen Kunden, den Partnern, den VMware-Mitarbeitern zusammenzukommen und sich auszutauschen. Und einer von diesen Kunden ist Armin de Greif. Er ist technischer Director für die IT bei der Universitätsmedizin Essen. Und er hatte zusammen mit seinem Kollegen Professor Dr. Felix Nenser bereits über die konkrete Zusammenarbeit von VMware und dem Uniklinikum Essen vor anderen Anwendern im Healthcare-Umfeld gesprochen und dabei die Rolle von künstlicher Intelligenz in der Radiologie oder auch den Aufbau einer Smart Hospital Information Plattform vorgestellt. Er fasste seine Beobachtungen wie folgt zusammen. Was mir in der Tat am besten gefallen hat, war die Menschen hinter den Produkten und den Lösungen von VMware kennenzulernen. Und natürlich ist es immer schön, dass man gerade so als Endkunde feststellt, dass viele andere Kunden vor den gleichen Herausforderungen stehen wie wir selber. Und trotzdem dann aber auch für die Vorträge, die wir am Montag gehalten haben, mit dem Felix Nenser zusammen, auch viel Anerkennung erfahren haben. Das war schon ein sehr positiver Feedback, das nehme ich gerne mit nach Hause. Und natürlich wahnsinnig entspannte, schöne, fast familiäre Atmosphäre. Barcelona, eine super tolle Stadt. Und der Kongress, perfekt durchorganisiert, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und auch Christoph Götel von der DBK zeigte sich am VMware-Stand begeistert. Ja, wo es sich auf jeden Fall gelohnt hat für, sind die ganzen Hintergrundinformationen, direkte Zugriffe auf PMOs und Technical Product Manager für auch ganz neue Produkte, die noch in aktuellen Projekten stecken, die jetzt erst live gehen mögen. Beispiel bei mir Project Monterey, da saß ich mit dem Produktmanager zusammen. Wir konnten direkt interagieren, auch mit der Dell für die Hardware, die wir da versuchen einzusetzen jetzt in einem neuen Projekt, was wir haben. Und das ist natürlich unschlagbar, was man so nirgendwo bekommt, ne? Außer hier in Barcelona. Auch in Barcelona immer wieder gut, das Networking, wahrscheinlich auch eins der wichtigsten Sachen hier, Austausch mit anderen Kunden, mit anderen Business-Partnern, die wir haben. Was sind die Fehler, welche Fehler wurden gemacht, was kann man besser machen, was sind die Lessons learned davon, was sind die Empfehlungen, wie wir es tun sollten. Auch hier so in Barcelona, nur direkt face-to-face nach dieser langen Corona-Zeit auch, endlich wieder in person sich zu sehen, alte Freunde wieder zu treffen hier, manchmal auf der Rolltreppe. Einfach phänomenal und könnte von mir aus jeden Monat sein. Jetzt hoffe ich, dass wir mit diesen Eindrücken aus Barcelona das Event noch ein klein wenig näher bringen konnten. Es gibt diverse Zusammenfassungen bereits auf YouTube und wir werden einige Links mit in die Shownotes packen. An dieser Stelle danke fürs Zuhören. Wenn Ihnen die Episode gefallen hat, abonnieren Sie gerne den Podcast und lassen Sie uns ein Feedback auf Ihrer Podcast-Plattform der Wahl da. Wir freuen uns immer sehr. In diesem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.